Das Vostri, aber auch Zwierschitz hat seinen Teil dazu beigetragen. Ein Standard, wissen wir, dass die Admira stark ist. Und wie du angesprochen hast, Stefan Zwierschitz setzt ein Zeichen, ist schnell im Kopf, geht nach. Und das ist für mich die halbe Miete, weil der Tormann dann nicht in Ruhe den Ball wieder aufgreifen kann, sondern gestört wird. Und das ist, ja, so wird das Tor dann eigentlich eingeleitet. Ein Treffer, der natürlich beruhigen sollte. Letztendlich aber dann auch wieder aufgezeigt hat, was du schon öfter auch angesprochen hast.